Einen Tag nach der Ermordung des populären Moskauer Fernsehjournalisten Wladimir Listjew hat der russische Präsident Jelzin dem organisierten Verbrechen den Kampf angesagt. Eine Sonderkommission soll das Attentat untersuchen. Der größte russische Fernsehsender Ostankino, heute Mittag. Hunderte von Menschen versammeln sich spontan, um dem ermordeten Journalisten zu gedenken, der in ganz Russland bei der Bevölkerung ein echter Medienstar war. Schweigen, tiefe Betroffenheit. Überraschend traf auch der russische Präsident Jelzin dort ein. Er hat heute in einer ersten Reaktion den Moskauer Polizeichef und den Staatsanwalt entlassen. Niemand zweifelt daran, dass es sich um einen Auftragsmord im Zusammenhang mit der Privatisierung des Senders handelt. Er selbst trage einen Teil der Verantwortung, sagte Jelzin, da auch er nicht konsequent genug gegen Verbrechertum und Mafia vorgegangen sei. Jelzin selbst wirkte sichtlich betroffen, wohl auch, weil er weiß, dass Verbrechen und Korruption im Staatsapparat selber sitzen. Von Moskauern gebrachte Blumen heute Nachmittag vor der Wohnung des ermordeten russischen Kollegen. Hier im Hinterhof warteten letzte Nacht zwei Killer auf ihn und töteten ihn mit zwei gezielten Schüssen. Geraubt wurde ihm nichts, obwohl er $1000 dabei hatte. Ein weiterer Hinweis auf einen Auftragsmord. Im Lauf des Tages versammeln sich immer mehr Trauernde. Schweigen, Entsetzen, Angst, auch hier vor der Wohnung, wo der bekannte russische Journalist letzte Nacht erschossen worden ist. Der Staat kann unsere Leute vor solchen Mördern nicht mehr schützen, sagen viele hier. Darum sollte sich der Präsident kümmern, statt Krieg in Tschetschenien zu führen, sagen sie.